Ja, es ist natürlich schön, gegen Brasilien zu spielen. Gerade das letzte Spiel des Tages zu haben, war schon verzögert. Und ja, es war ein hartes und kämpferisches Spiel. Also wir konnten uns nur durch gestern auf Brasilien vorbereiten. Wir wussten ein paar Spielerinnen. Und ja, wir wussten, dass sie sehr stark sind, vor allem physisch, natürlich auch Taktik und technisch auch. Sie sind super hart und super hoch, aber wir haben so stark gekämpft und wir sind echt total stolz auf unseren Sieg heute. Ja, ist gut, dass wir das Ticket für Japan bereits gelöst haben. Ich glaube, eins der wenigen Teams hier, ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Überseeteams quasi aussieht. Und natürlich ist da auch ein ganz bisschen oder relativ viel Druck weg für uns. Und wir können hier auch mit vier neuen Gesichtern spielen. Wir haben ja noch mal ein bisschen den Kader gewechselt und auch ganz vielen jungen Mädels einfach Spielpraxis geben. Das ist total gut und Montreux macht immer Spaß. Ja, wäre natürlich wünschenswert, dass wir vielleicht unsere Siegesserie in Montreux fortsetzen können. Aber es wird auch sehr schwierig, weil wir hier viele gute internationale Teams einfach noch haben, wie Thailand, Polen. Ja, China ist, glaube ich, gar nicht in unserer Gruppe, aber die halt auch noch mal ganz anderen Volleyball spielen. Und ja, Montreux ist einfach super, ja, was auszuprobieren, um sich zu steigern, um Einsätze natürlich auch für unerfahrene Spielerinnen zu sammeln und eine perfekte Vorbereitung auf den Sommer.